Nur Doppler von der FPÖ. Betriebsräte in Theaterbetrieben stärken, warum nicht? Schaut man sich andere Betriebe an, wo Betriebsräte auch in Aufsichtsräten tätig sind, kommt meistens eine gute Zusammenarbeit heraus. Der Betriebsrat, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das zentrale Bindeglied zwischen der Geschäftsführung und der Belegschaft und somit ein wesentlicher Faktor eines Unternehmens, einer Firma. Und warum soll ein Personalvertreter, ein Betriebsrat von Theaterbetrieben nicht in den Aufsichtsrat entsandt werden, wenn es ohnehin schon Ausnahmen gibt? Und die Begründung von Herrn Kollegen Zingel angesprochen, in der Regierungsvorlage für das Arbeitsverfassungsgesetz aus dem Jahr 1973 ist zu lesen, dass in der Praxis kein Bedürfnis bestand. Damals, liebe Freunde, jetzt ist es aber ein Bedürfnis, dass Betriebsräte in Aufsichtsräte mitwirken, auch im Theaterbereich. Herzlichen Dank.